Joomla-Plattform. Wem sagt das gar nichts? Okay. Ja, dann kommt ihr beiden mal mit und dann. Also im Grunde genommen ist das eine relativ alte Idee. Und zwar, ich glaube, als die sich 2006 in Deutschland getroffen haben, all das ganze Core-Team und so, da haben die schon beschlossen, dass sie irgendwann mal diese ganze Library und eine Joomla-Plattform erstellen wollen, um darauf auch solche andere Applikationen und so weiter laufen zu lassen. Und das ist ja jetzt mit 1.7 einigermaßen Realität geworden. Und man kann also jetzt im Grunde genommen auf den bekannten Joomla-Framework, wenn man also programmiert, dann kann man auf diesem bekannten Framework Anwendungen programmieren. Okay, jetzt gucken wir mal. Gehen wir mal so ein bisschen runter. Und wie es sich so gehört, gibt es denn da auch ein Hello World-Example für? So, und wenn man den ersten paar Zeilen einfach mal folgt, dann ist das im Grunde genommen so diese ganze Hello World Example Anwendung, die es da gibt. Und zwar wird da in dem Fall der CLI, das ist Command Line Interface, benutzt. Und man kann also dann über diese Command Line, auf der Command Line Joomla aufrufen und dann eben ein Hello World ausgeben. Das ist erstmal nicht so besonders faszinierend. Aber man kann eben noch deutlich mehr machen, indem man einfach die bekannten Funktionalitäten, die den gleichen Datenbank-Abstraction Layer benutzt, die gleichen Funktionsaufrufe, die man sowieso schon kennt. Und das Interessante dabei ist, man kann natürlich auch eine Joomla-Komponente programmieren und zu dieser Joomla-Komponente ein Command-Line-Interface zur Verfügung stellen. Beispiel, ich habe zum Beispiel mal vor ein Jahr oder sowas, mal eine Cron-Komponente programmiert. Die ist leidlich verteilt worden, aber das Problem zum Beispiel dabei ist, dass man, wenn man das über eine URL aufruft, dann hat man immer diese Zeitbeschränkung von 30 Sekunden. So, und es kann unter Umständen, was man in so einem Cron-Job tut, wird das einfach nicht fertig. Beim dem PHP-Command-Line-Interface gibt es aber keine Zeitbeschränkung. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Joomla-Oberfläche zur Konfiguration benutzt und dann über das Command-Line-Interface das alles, was man schon programmiert hat und was auch schon funktioniert, einfach nur aufruft, dann kann man im Grunde genommen eine Anwendung schaffen, die man sowohl über eine URL direkt im Webbrowser aufrufen kann, als auch eine Anwendung schaffen, die man über ein Command-Line-Interface aufruft und die dann eben anderen Restriktionen unterliegt. So. Gehst du mal ein bisschen weiter nach oben? So. Ja, also mit der Textur nach oben gehen. Na, warte mal, gucken, was nehmen wir denn jetzt da? Okay, das ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, wo man sagt, okay, man gibt erstmal was aus, dann holt man was von der Command-Line rein und gibt dann eben hier wieder was aus. Hallo, na, hier Name, welcome to the Joomla-Plattform. Falls man jetzt diesen Beispielen versucht zu folgen, muss man zumindest bei der 1.7 etwas bedenken. Da ist nämlich noch ein kleiner Fehler in der Get-Instance-Methode der Plattform drin. Das finden wir vor allen Dingen in diesem CLI-Interface. Also das muss man mal genau vergleichen, falls einer direkt schon loslegen will. Gibt es dazu Fragen? Das ist irgendwie... Keine Fragen? Sind alle so begeistert davon? Ja. Der Vorteil ist letztendlich auch, dass man... Das habe ich schon gesagt. Genau, das habe ich schon gesagt. In seiner vertrauten Umgebung, ja, genau. Also wir haben zum Beispiel, ich war am Joomla Day in Chicago und da war auch der Louis Landry, der das sehr treibt, dieses Projekt. Und wir haben dann im Grunde genommen zusammengesessen und ich glaube die ersten 4 oder 5 Beispiele, die man da auf der Seite findet, die haben wir im Grunde genommen alle da innerhalb von einer Stunde oder anderthalb haben wir die alle erstellt und ausprobiert und da im Grunde ein bisschen gecodet. Das können wir gerne morgen auch mal machen oder so. Also von daher, das macht schon Spaß. Wir haben sogar unseren Präsident von Open Source Matters, Ryan, der immer auf seinen Folien draufschreibt, Ryan ungleich Developer, den haben wir gerade dazu bekommen, dass er so eine Anwendung geschrieben hat und jetzt hat er seine Folien zu ändern.
Ja, so ist das. Gehen wir weiter runter. Vielleicht kommt da irgendwas Interessantes. Okay, das ist schon wieder was ein bisschen interessanter hier, ne? Da hast du also, da hat man also jetzt wirklich schon mehr vom im Grunde genommen von der ganzen Anwendung dabei. Man kann irgendwelche Daemons schreiben, die irgendwie kontinuierlich irgendwas überprüfen, alles Mögliche. Okay, wenn keiner mehr Fragen hat, dann ja. Ja, warum nicht? Klar. Könnte man zum Beispiel sich überlegen, nur muss natürlich dann ganz viel mehr machen. Also so ganz so einfach ist es dann doch nicht. Aber man kann im Grunde genommen über ein Command-Line-Interface kann man eben zum Beispiel Artikel irgendwie in Joomla reinstellen, automatisiert. Da gibt es aber heute auch schon Komponenten zu, die sowas können, aber das ist dann etwas geschickterer Weg. Ja. Also ein Grund ist auf jeden Fall, dass man an der Plattform weiterentwickeln kann, am CMS weiterentwickeln kann. Man hat im Grunde genommen jetzt zwei Entwicklungsstränge und man muss eben dann überlegen, an welcher Stelle man wieder was zusammenführt. Ja, also man, das sind so diese, an irgendeiner Stelle muss man gucken, welche Plattform nimmt denn jetzt das CMS, um die CMS-Version zu erzeugen. So, und die Plattform kann sich in einer gewissen Weise weiterentwickeln. Es wird ja durchaus so sein, dass es Klassen in der Plattform gibt. Payment Gateways oder sowas könnte man gut auf Plattform-Level realisieren. Es gibt ganz viele Komponenten, die Payment-Sachen anbieten. So Shops, irgendwie Content, der bezahlt wird und solche Sachen. Event-Buchungssysteme und so. Und dann könnte man das auf Plattform-Level realisieren. Die Komponenten könnten das alle benutzen. Und dann wäre das auch gut. Also es wird sicherlich Klassen in der Joomla-Plattform geben, die nicht unbedingt im CMS verwendet werden. Und auf der anderen Seite wird es auch Klassen geben, die im CMS auf Library-Ebene mehr oder weniger sind, die in der Plattform nicht drin sind. Also im Grunde genommen ist es schon eine gewisse Art von Entkopplung, aber die werden schon nicht vergessen, dass es das CMS noch gibt, die Leute, die an der Plattform rumfummeln. Jo, Christian. Also so wie ich das momentan sehe, ist das eher getrennt. Also es ist zum Beispiel so, dass der Louis da sehr stark dann arbeitet, der Andrew dann arbeitet, die glaube ich in der letzten Zeit relativ wenig fürs CMS getan hat. Der Ian ist auch wieder zurückgekommen, der arbeitet aber jetzt nur noch in Plattformen, so wenn er so ein bisschen Zeit hat oder so. Der ist ja aus dem CMS und aus dem ganzen Leadership im Grunde genommen raus. Und also es gibt so ein paar Leute, die auch wieder da zeitweise eben was contributen in dem Plattformprojekt. Also ist die kurze Antwort auf deine Frage ist getrennte Gruppen. Wohl mit Überschneidungen. Wenn man zum Beispiel Mark Dexter sieht oder sowas, der arbeitet in beidem. Aber eigentlich getrennte Gruppen erstmal. Weitere Fragen? Ja? Also, da kann der Tom noch gleich was zu erzählen, ob das eine Alternative dazu ist. Also ich habe da meine Meinung zu, aber muss ich ja nicht so ganz kundtun. Das ist ja im Grunde genommen was anderes. Also was da passiert ist, dass ein bestimmter Bereich Libraries, die im Joomla Framework verwendet worden sind, sind ausgelagert worden und es sind zwei Entwicklungsstränge geschaffen worden. Wenn wir es ein bisschen überspitzt sehen, was Noku ja tut, ist, Noku hat ja von seiner Klassenstruktur im Grunde genommen mit dem CMS nichts zu tun. Da ist ja, ich weiß, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, es gibt keine einzige Klasse, die das Noku-Framework vom Joomla-Framework ableitet. Das ist vollkommen eigener Klassenbaum. So, das Einzige, was sie tun, ist, die lassen sich irgendwo mal von Joomla aufrufen und einbinden. So, das ist die
technische Seite. So, also NoCo ist sicher eine Alternative zur Entwicklung von Anwendungen. Okay, ich habe dir einen guten Start verschafft. Come next. You are next. Ja, yeah. I blamed NoCo Framework.